So, wunderschönen guten Morgen. Wir sind bereits in Cienfuegos angekommen. Und zwar gerade vor kurzem. Und wir sind hier auch wieder sehr, sehr herzlich begrüßt worden. Und wir haben jetzt sogar noch, wir schauen. Ein Glacier bekommen. Sehr gut. Das lassen wir uns jetzt aus. Schauen wir, dass nicht die Schnorren fallen. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Und dann gehen wir mal in die Stadt schauen, würde ich sagen, oder? Nachher mehr. Ja. Muy bien. Muy bien. Sehr gut. So, wir sind jetzt am Malecón von Cienfuegos. Und ja, da hinten ist glaube ich irgend so ein Park, der sieht noch recht cool aus. Aber es ist da schon wieder ein bisschen ruhiger, also sehr viel ruhiger als in Trinidad. Es läuft ein bisschen mehr dort. Aber ja, jetzt gehen wir das mal ein bisschen anschauen. Vielleicht finden wir ja noch irgendetwas, dass das Plätzchen etwas mehr läuft. Es ist auch Samstag heute, von dem her sollte eigentlich schon ein bisschen etwas los sein da. So, wir sind schon wieder am nächsten Ort angelangt, und zwar in Varadero. Cienfuegos hätten wir eigentlich zuerst zwei Nächte bleiben. Wir haben dann uns aber geeinigt, dass wir nur eine Nacht bleiben, weil es halt nicht so wahnsinnig viel zu sehen gibt dort und so. Und ja, das Einzige, was glaube ich gewesen wäre, wäre zu den Wasserfällen, aber wir haben ja schon etwa drei gesehen. Von dem her haben wir das jetzt ein bisschen umgeändert. Und jetzt sind wir in Varadero, sind wir da gerade angekommen, aber die ganze Stadt ist irgendwie ausgebucht. Wir müssen jetzt warten bis um 12 Uhr, bis die anderen Gäste dann rausgehen. Und was machen wir jetzt, Mami? Jetzt gehen wir mal da die Stadtführung schauen, was da los ist, was das Meer ist. So, wir sind jetzt am Strand angekommen, und ich muss vielleicht noch dazu sagen, es ist Sonntag, Kubaner haben Ferien und es sind viele Touristen da. Aber so etwas habe ich jetzt wirklich noch nie gesehen. Jetzt zieht euch den Strand rein. Ich hoffe, ihr habt das Meer gesehen. Also das Meer ist auch noch da, unter der Menschenmasse. Unglaublich so etwas. Ich weiss jetzt nicht, vielleicht ändert sich das jetzt noch, wenn es nicht mehr Wochenende ist. Aber ja, es wäre schon schön, muss ich sagen. Also das Wasser ist richtig schön, aber ein bisschen viele Leute. Was meinst du, Mami? Oh ja, oh, noch nie so viele Leute gesehen am Strand. Wirklich noch nie. So, wir sind jetzt hier in einem schönen Restaurant, in einem italienischen Restaurant, in so einem Park, wie ihr hier vielleicht ein bisschen seht im Hintergrund. Bis jetzt gefällt uns Varadero noch nicht so richtig, gell? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht, nein, es hat irgendwie so kein Restaurant. So. Wir haben uns das ein bisschen anders vorgestellt, natürlich einfach viel Leute. Es hat irgendwie so keinen Charme. Aber vielleicht ändert sich das ja noch. Wir haben noch nicht alles gesehen. Das machen wir aber am Nachmittag oder morgen. Weiterhin sind dann all die Hotelkomplexe und so. Dort sieht es vermutlich etwas anders aus. Naja, ich habe übrigens ein bisschen zu viel Sonne abbekommen. Das seht ihr vielleicht an meiner Lippe, die mich kennen. Ich sehe etwa so aus wie namens nach der Fasnacht. Das ist nicht wirklich super schön. Aber das müsst ihr euch jetzt gewöhnen, die nächsten paar Videos. Würde ich dann halt ein bisschen mit Fieberblatt rumlaufen. Aber geht ja nicht. Ja. Bin ich gerade ein bisschen überrascht von unseren Bruschetta. Die habe ich mir auch etwas anders vorgestellt. Knobbi-Brot haben wir da jetzt bestellt. Knobbi-Brot. Toast mit Knobbi-Brot vermutlich und ein bisschen Öl. Ich hoffe, dass Pasta besser ist. Oder besser aussieht. So, wir haben gespissen. Es war wirklich sehr, sehr fein gewesen, wo wir beide ein bisschen überrascht waren. Und jetzt gehen wir zurück ins Gaza, noch einchecken und ein bisschen Siesta machen, weil es ist Mittagszeit. Und viel zu heiß, um irgendetwas zu machen. Darum hauen wir es jetzt. So, wir haben jetzt unsere Siesta gemacht und jetzt geht es etwas zu essen suchen. So, wir sind fündig geworden. Wir haben ein sehr, sehr schönes Restaurant gefunden. Da. Und bei mir gibt es heute etwas Formidables. Es ist Steak. Sehr loin. Und die Mami hat dafür einen einfachen Gemüsesalat genommen. Dann gleichen wir das wieder ein bisschen aus. Und ja, dann würde ich sagen, mal lassen wir uns das schmecken. Nachher gehen wir vermutlich noch in die Beatles Bar. Die zeige ich dann nachher noch. Eins gehen nehmen, so ein kleines Schlummi. Dort hat es Live-Musik und alles. Aber jetzt lassen wir uns zuerst mal das Essen schmecken. Ich
die Beatlebar war jetzt richtig glatt, gewesen, richtig gute Musik. Jetzt sind wir zurück im Gaza und jetzt pausen wir. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. So, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Gestern habe ich nichts gefilmt. Wir waren ein bisschen am Strand und haben das genossen. Es hat übrigens viel, viel weniger Leute. Und es war viel, viel schöner als am Sonntag. Also, darum nehme ich jetzt die Kamera noch mal mit. Wir gehen jetzt eben noch mal an den Strand und dann zeige ich euch das, wie das dort unten aussieht. Und heute ist der letzte Tag, Pameli. Ja, der ist traurig. Letzte Tag, ja. Ja, abfällig. Und ja, morgen haue ich es dann wieder an den Flughafen. Und Mameli geht noch ein bisschen ins Hotel. Yeah. Ein bisschen relaxen ohne mich. Kann sie sich endlich noch ein bisschen erholen in den Ferien. Und ja, aber jetzt gehen wir zuerst mal an den Strand. Den ganzen Tag ein bisschen am Strand gelegen und jetzt gönnen wir uns noch einen Piña Colada da hinten. Der macht das ganz speziell, wenn wir mal schauen. Übrigens, bei den Nummernschildern hier in Kuba ist jetzt das zum Beispiel so. Und das ist jetzt ein Touristenauto, das ist ein T vorne dran. Da gibt es noch ganz viele andere Bezeichnungen, zum Beispiel P, M, B, K, ganze Haufen. T heisst jetzt Tourist, P heisst glaube ich Privada, wenn ich mich nicht täusche, das sehen wir da. B ist glaube ich Staats, also Government. M ist Militär und ja, die anderen weiss ich auch noch. Es gibt relativ viele. Also das sind die Bezeichnungen vorne dran. Das heisst nicht von welcher Region, wie bei uns, dass das Auto kommt, sondern was für ein Typ das ist. So, wir sind frisch geduscht und jetzt gehen wir das letzte Mal zusammen essen. Und zwar gehen wir hier wieder in den Park, wo wir letztes Jahr schon mal waren. Jetzt hat es noch ein paar coole Restaurants. Das gehen wir jetzt mal ausprobieren. Und danach gibt es sicher auch noch einen Schlummi oder so, Mameli, ja? Vielleicht gehen wir wieder, vielleicht gehen wir wieder in die Beatles Bar. Die haben uns eigentlich beiden sehr gut gefallen. Ja, genau. Aber das schauen wir. Zuerst gehen wir jetzt mal essen. So, wir haben jetzt ein richtig, richtig gutes Restaurant gefunden. Das haben wir vorgestern schon mal gesehen. Das ist richtig schön. Und ich habe Spaghetti mit Lachs. Und Mami hat Risotto. Genau. Das lassen wir uns schmecken und wir stoßen hier auf unsere schönen Ferien, die wir hatten. Gell? So, Mami. So, wir sind noch schnell in der Beatles Bar und jetzt sind wir wieder daheim und wir gehen jetzt pausen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Like und abonnieren nicht vergessen, das nächste Mal wieder einschalten. Bis dann, peace, ciao zusammen.